Habe die Ehre. Kennst du die Situation? Du hast ein Angebot geschaffen, darum ging es ja in meinem letzten Video, das sich super mit dir, das sich super anfühlt. Du hast auch das Programm das schon dazu erstellt, wenn du ein Coach bist. Du hast ein Produkt geschaffen, einen Service, eine Dienstleistung und bist jetzt dabei, das Ganze irgendwie zu vermarkten, eine Zielgruppe zu finden und auch entsprechend das an die Leute zu bringen. Aber irgendwie fühlst du dich noch nicht so ganz sicher damit und es fühlt sich noch nicht so ganz stimmig an. Irgendwas fehlt da noch, auch wenn du mit Leuten in Kontakt trittst und darüber sprichst, was du machst. Dann fehlt dir ein ganz wichtiger Baustein in deinem Geschäftsaufbau und auch generell in deinem Dasein als Helfer und als Coach. Denn wenn du mit Leuten in Kontakt trittst, dann müssen sie ja wissen, um was es geht. Was machst du denn konkret? Daher ist es eine der Grundlagen und das A und O eigentlich, das Coaching, das Helfen, das Marketing an sich kann man auch sagen, dass du einen Leitsatz hast. Ich nenne es auch gerne ein Versprechen, andere nennen es ein USP auf Neudeutsch, also ein Unique Selling Proposition, also eine einzigartige Vorschlag, sagen wir es mal so. Also es geht darum, dass du halt einen Satz hast, ein Versprechen, was mit sich nicht der Kunde irgendwie identifizieren kann, indem er sich angesprochen fühlt. Und es auf ein Bedürfnis des Zielkunden, deiner Zielgruppe antwortet. Daher ist es ganz wichtig, dass du auf gewisse Punkte achtest. Ich nenne sie jetzt mal Voraussetzungen und Bedingungen, die wichtig sind, damit dieser Satz, auch Dreisatz genannt, wirklich auf die Menschen wirkt. Und als allererstes, was ganz wichtig ist, habe ich jetzt schon gesagt gerade, ist, dass es ein wichtiger Satz ist, dass es ein wichtiges Thema ist und ein dringendes. Das heißt, es soll ansprechend sein, es soll die Leute ansprechen, mit denen du arbeiten willst. Es soll sie auch abgrenzen. Du willst ja nicht unbedingt mit jedem arbeiten, sondern wenn du jetzt ich gehe wieder auf das Thema Gewichtsverlust zum Beispiel. Willst du ja nicht mit Top-Sportlern arbeiten? Also darf auch eine übergewichtige Person zum Beispiel Teil von diesem Satz sein, den du sagen sollst. Also es soll einfach diese Einzigartigkeit von deinem Angebot herausstechen durch diesen Satz, den du nur noch weitergibst, damit die Menschen verstehen, okay, das ist genau mein Thema. Ich erkenne mich da drin und ich verstehe, was er meint. Dann als zweiter Punkt ganz wichtig. Der Satz soll kurz und simpel sein. Es soll kein übergroßartig ausformulierter Satz sein mit ewig vielen Nebensätzen, Verschachtelungen und so weiter. Nein, es soll ein klarer Satz sein, kurz und knackig, der verdaulich ist für denjenigen, der ihn liest, der ihn hört und der sich mit dir auch irgendwie stimmig anfühlt. Dass du, wenn ich dich nachts wecken würde um 3 Uhr, dass du wirklich wie aus der Pistole geschossen sagen würdest, ich bin der und der, die und die, ich helfe, bla bla bla. So. Und als drittes und ganz wichtig und auch nochmal als ein kleiner Anreiz, sagen wir es mal so, für den Zuhörer, für den Leser, ist, dass er das, was drinsteht in deinem Satz oder was du ihm kommunizierst, dass es messbar ist. Das heißt, messbar heißt, eine Zahl soll drin kommen, also Zahlen, es soll bezifferbar sein. Was bedeutet, dass du zum Beispiel sagst, ich helfe übergewichtigen Menschen, dass sie in einem Monat 10 Kilo verlieren. Dann weiß derjenige genau, was auf ihn zukommt, mit was er rechnen darf, dass er entsprechend auch handeln darf in diesem Zeitraum und es ist was Konkretes, also nichts irgendwie Schwammiges. Sondern derjenige weiß sofort oder diejenige, das ist was mich motiviert und mit so jemandem möchte ich gerne zusammenarbeiten, der da auch weiß, wie das funktioniert. Also ganz wichtig, nochmal zusammengefasst, der Satz soll wichtig sein, er soll dringend sein, kurz und simpel. Messbar ist dann nochmal so das i-Tüpfelchen von dem Ganzen. Und dann sollst du dir zur Aufgabe machen, diesen Satz so überall zu verkünden, wo es nur gerade geht, mit jedem Menschen, den du in Verbindung kommst, red drüber, was du machst, schreib es in dein Profil rein, in allen sozialen Netzwerken,
Nimm es als E-Mail-Signatur her, wenn du willst, was auch immer du kommunizierst und wo es bei dir passt, wo es sich stimmig für dich anfühlt, da nimm ihn mit auf. Und ja, also wenn dieser Grundstein, wenn dieser gelegt ist, wenn dein Versprechen mit dir stimmig ist und alles zusammenpasst, auch mit deinem Angebot, der Zielgruppe entsprechend formuliert ist, dann steht eigentlich dem Erfolg nichts mehr im Weg und alles ist möglich, was du dir vorgenommen hast. Falls du noch mehr wissen willst dazu, wie man genau dieses Versprechen formuliert und wie du die Kurve kriegst von deiner Platzierung, von deiner Positionierung hin bis zur Kommunikation zu deinen Kunden, wie du auftrittst, was du noch genauer machen kannst, dann kannst du gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich helfe erfolglosen Coaches, die monatlich 10.000 Euro verdienen wollen, dass sie zu diesem Ziel kommen. Dafür habe ich ein 3-Punkte-Programm erschaffen, was dir dabei hilft. Wenn du interessiert daran bist, dann nimm einfach Kontakt mit mir auf. Der Link ist, wie gesagt, in der Beschreibung zu meinem Kalender für ein kostenloses und unverbindliches Gespräch. Und denk dran, wenn du andere Resultate willst, dann darfst du auch andere Aktionen an den Tag bringen. Und ja, komm ins Handeln. Setz es mal um, was ich dir gerade erzählt habe zum Thema Versprechen. Lass gerne einen Kommentar unter dem Video und dann antworte ich gerne und freue mich auf einen Austausch.